Ein herzliches Hallo von Wolf Fuß und Frank Buschmann zu diesem Länderspiel. Ja, Wolf, was erwartet uns heute wohl? Könnt ihr mir vorstellen, dass ich einige Spieler empfehlen wollte? Dann kann das ganz schnell mehr werden als nur ein Testspiel. Heute kommt es hier zum Duell Portugal gegen Kamerun. Cristiano Ronaldo. Das ist die Aufstellung von Portugal. Heute im Tor Rui Patricio. Nelson Semedo spielt mit Rafael Guerreiro in der Verteidigung. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. Über 62.000 Fans passen hier hinein in dieses King Abdullah Sports City Stadion. Und die sorgen für eine richtig tolle Atmosphäre. Ja, da spürt man die Fußball-Euphorie, die es mittlerweile in Saudi-Arabien gibt. Bei dem Stadion kein Wunder. Die Fans fiebern mit, sie gehen mit, so muss das sein. Das zeigt wieder mal, wie groß, wie wichtig der Fußball überall auf der Welt ist. Und es macht Spaß, das mitzuerleben. Eine Riesenstimmung hier. Anschluss Portugal, wir gehen rein in die ersten 45 Minuten. Guedes. Gonzalo Guedes. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Cristiano Ronaldo. Super Timing. Klasse Tor. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Ja, da konnte er fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Cristiano Ronaldo ist da mit dem Kopf zur Stelle. Aber Wolf, da müssen wir auch die Flanke loben, die war wirklich klasse. Die Portugiesen liegen vorne, es geht weiter. Collins Fay. Klasse Pass. Macht er gut. Cristiano Massogo. Der Pass stark gemacht. Da schenken Sie die Führung gleich wieder her. Das ist bitter. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor. Klasse Hereingabe, Buschi. Ja, und auch der Abschluss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Bruno Fernandes. Guedes. Guerreiro. Nkulu. Sambo Anguissa. Pass auf außen. Das sieht durchaus vielversprechend aus.
Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Jetzt João Moutinho. Cristiano Ronaldo. Pass von Cristiano Ronaldo, da sind sie da. Ja, könnte was werden. In den freien Raum. Kann er was draus machen? Er geht nicht rein, jetzt vielleicht. Guerrero. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Es gibt hier Einwurf. Collins Fay. Nkulu. Pierre Kunde Malon. Jetzt müssen sie aufpassen. Sie suchen die Lücke. Ballverlust. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Muss Einwurf geben. Pepe. Nur Moutinho. Bruno Fernandes. Guerrero. Und Ronaldo. Wir reden oft über die Spieler, die ihre Nebenleute stärker machen. Aber Cristiano Ronaldo ist dann noch mal. Zieht einfach mal ab. Keine Gefahr hier. Da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Collins Fay. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ist hier immer noch am Ball. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Jetzt wird er verwarnt. Kein Wunder nach der Aktion. Schon ein übleres Foulspiel. Keine Frage. Ich denke, gelb geht gerade noch so in Ordnung. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Und es geht mit Abstoß weiter. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Er findet offensiv bislang nicht wirklich statt. Das können wir auch ganz gut an den Abschlüssen erkennen. Matip. Sambo Anguissa. Da haben sie jetzt Platz. Was macht er draus? Volley genommen. Ganz stark abgeblockt. Daniel Pereira. Guedes. Und nun Ronaldo. Danilo. Bernardo hat den Ball. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Cristiano Ronaldo. Da geht er vorbei. Könnte die Führung werden. Und er behält die Nerven. Tor! Wichtige Aktion. Jetzt liegen sie hier vorne. Jetzt haben sie das Spiel erstmal im Griff. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Ja, dann machen sie es ihm aber auch wirklich leicht. Und er sagt Dankeschön. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Portugal hat sie, die Führung. Zur Pause haben wir eine ganz enge Führung. Ein Tor nur. Geht da noch was? Glaub schon. Wir haben es grundsätzlich ein Tick besser gemacht in der ersten Hälfte. Aber sind wir ehrlich, ein Tor ist kein beruhigender Vorsprung.
es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Matip. Pass auf den Flügel. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Noch ist die Chance da. Daniel Pereira. Bruno Fernandes. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Wie denkst du bislang über Cristiano Ronaldo? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Matip. Super dazwischen gegangen. Ja, das könnte was werden jetzt. Bernardo mit dem Passgegner ist da. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Schönes Zuspiel. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Nkulu. Oyongo. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Christian Basogok. Schön dazwischen gegangen. Gut geklärt von Pepe. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Choupo-Moting. Kann er was draus machen? Sambo Anguissa. Gute Aktion. Da können sie jetzt flanken. Ball an den langen Pfosten. Kein Problem für den Torhüter. Oyongo. Sambo Anguissa. Jetzt ist es gefährlich. Sieht gefährlich aus. Gefährlich! Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Cristiano Ronaldo. Er ist im Moment richtig gut drauf. Ja, kein Wunder, Wolf, nach den letzten Leistungen. Schön vorbeigekommen. Cristiano Ronaldo. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Es läuft gut. Sie liegen vorne, damit das auch so bleibt, kommt jetzt ein frischer Spieler. Die Ecke kommt. Gut aufgepasst. Weg ist der Ball. Ruben Neves. William Carvalho. Bruno Fernandes. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Collins Fay. Da ist jetzt Platz. Zieht in die Mitte. Die Mitspieler. So, die Chance jetzt. Blockt den Schuss erstmal ab. Pierre Kunde Malon. Sambo Anguissa. Klasse Pass. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt der Ballverlust. Eine Minute noch. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Hartes Einsteigen hier. Gibt zu Recht Geld. Gute Entscheidung vom Schiedsrichter. Der späte Ausgleich muss her und ja, ich rechne mit einer scharfen Hereingabe. Torhüter ist da, kein Problem bei diesem Freistoß.
Wir fassen zusammen. Enge Kiste in diesem Freundschaftsspiel. Am Ende trennt sie nur ein Tor, Buschi. Knapp, ja, aber auch verdient. Sie haben mehr investiert. Deine Meinung zur heutigen Leistung von Cristiano Ronaldo? Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein.